Jedermann kennt Lucky Luke, Star- und Westernheld, der dem Bösen mutig sich entgegenstellt. Für die gute Sache gegen Lug und Trug schlägt ein Herz aus Gold, knallt ein blitzschneller Colt. Ja, das ist Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Er hat Glück und keiner legt ihn rein, er wird der Sieger sein. So schnell hinterher ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Wenn ihr ihm entkommen seid, feiert die Gelegenheit, es bleibt euch nicht viel Zeit. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und leger ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Es lebe Lucky Luke. Bei Not am Mann ist ein Mann genug. Und das ist Lucky Luke. Bam, 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 bam. Also Lucky Luke hat das Gefühl, er ist weder einsam noch allein. Natürlich nicht. Wieso denn auch? Ich bin ja bei ihm. Ah, oh. Anhalten, Cowboy! Und jetzt zeig mir erst mal deine Ohren. Ah, die sind soweit okay. Das mit dem Hut tut mir leid, Fremder. Reiten Sie weiter. Noch bevor ich dahinter kam, was an meinen Ohren so besonders sein sollte, steckte ich bis zur Nase in einem Sandsturm. Aber so urplötzlich, wie er mich überfallen hatte, war er auch schon wieder vorbei. Hände hoch, Cowboy! Und jetzt nehmen Sie erstmal Ihre Gesichtsmaske ab. Ich möchte mir die Form Ihrer Nase ansehen. Gefällt Ihnen etwa meine Nase nicht? Doch, sie ist soweit in Ordnung. Sie können weiter. Die Leute ticken hier wohl nicht ganz richtig. Einen Moment. Diesmal werde ich die Kontrolle übernehmen. Zeigen Sie Ihre Nase vor, Mister. Oh. Ich hoffe, an dieser Nase hängt nicht der hinten dran, den ich vermute. Oh, auf die Ohrenbesichtigung kann ich verzichten. Gar kein Plan. Du ewiger Wandergeselle, wie kommst du denn hierher? Gute Frage, aber interessanter ist, wie kriegen wir ihn wieder weg? Was für ein Glück. Ich suche das Gefängnis und wen finde ich? Meinen alten Freund Lucky Luke? Nach den bemerkenswerten Begegnungen dieses Tages wurde es jetzt Zeit für ein Zimmer, ein gutes Essen und ein Bad. Willkommen in Painful Gulch Hotel. Ein Zimmer, ein gutes Essen und ein Bad? Ja. Tragen Sie sich ein, ich bin gleich wieder da. Runter mit dem Hut, Fremder. Zeigen Sie mir mal Ihre Ohren. Ja, Sie sind in Ordnung. Sie sind tatsächlich kein O'Hara. Ich bin Lucky Luke und ganz schön sauer. Der Name bedeutet was. Sie haben Glück, dass Ihre Ohren verraten, dass Sie kein O'Hara sind. Lass doch mal sehen, ob Sie die Nase eines O'Timmons haben, Fremder. Henry O'Hara. Tom O'Timmons. Jetzt bist du dran, Kojote. Jetzt bin ich erst mal dran. Elender Mist, die Knarre ist leer. Das fehlt mir noch. Keine Munition mehr. Ein Glücksfall für Musikfreunde. Ihr Hunde lieben Klavierkonzerte. Sie klingen so friedlich. Wir sehen uns wieder, O'Hara. Jederzeit. Oh. Du hast mir noch ein Bein gestellt. Das warst du selber, O'Timmons. Schon das dritte Mal in dieser Woche. Da verliert das beste Klavier seine Stimmung. Können Sie mir sagen, worum es bei den beiden geht? Das hat hier noch keiner rausbekommen, mein Freund. Ich bin Lucky Luke. Ich bin Bürgermeister Muldoon. Und solange ich denken kann, haben sich die O'Haras und die O'Timmons wegen jeder Kleinigkeit immer nur bekämpft. Wer kriegt zuerst seine Post? Wer kriegt als erster neue Hufeisen für die Pferde? Oder wer wird zuerst beim Kaufmann bedient? Das Einzige, was die beiden am Leben erhält, ist die Tatsache, dass beide Parteien lausige Schützen sind. Aber dadurch ist auch das Wasser hier keinen Schuss Pulver mehr wert. Was wir brauchen, ist ein mutiger Mann, der uns bei unseren Problemen hilft. Ein Kribbeln in meiner Mähne sagt mir, dass Luke gleich seine wertvolle Hilfe anbieten wird. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen meine Hilfe anbiete.
Auf den Jungen ist Verlass. Herzlichen Dank. Wo gehen Sie denn hin, Mr. Luke? Ich will mal sehen, ob man mit den beiden verfeindeten Familien nicht reden kann. Einen Moment, bevor Sie gehen. Wären Sie vielleicht so nett, Ihre Rechnung im Voraus zu bezahlen? Ob die O'Haras wohl zu Hause sind, Jolly? Oh, oh ja. Schön Abstand halten, Fremder. Ich bin kein O'Timmons, ich will nur mit Ihnen verhandeln. Und ich wäre schon mit einem Schluck Wasser zufrieden. Wer weiß, vielleicht arbeitet er für die O'Timmons, Papi. Er sieht ganz so aus. Ich hatte Glück, dass die Meinung des Bürgermeisters über die Schießkünste der O'Haras auf Tatsachen beruhte. Und wieder haut das Wasser ab und ich stehe in der Wüste. Mist, wir haben keine Patronen mehr. Gerade jetzt, wo wir ihnen Schussweite haben. Noch 3 Schritte näher und ich hätte ihn gehabt. Also, wenn Sie schon mal hier sind, Fremder, dann können Sie auch reinkommen. Ich bin Papi O'Hara, der Chef des Clans. Ich bin Lucky Luke, ein armer, einsamer Cowboy, weit weg von zu Hause. Ich würde Ihnen gerne ein Glas Wasser anbieten, aber es ist schwer zu kriegen, es gibt nicht viel. Na, wem sagt ihr das? Merkwürdig, direkt am Haus fließt doch ein Bach vorbei. Das ist O'Timmons Wasser, davon trinken wir nicht mal, wenn er es erlaubt. Was er nicht tut. Er will, dass wir O'Timmons Wasser trinken, Papi, der Kerl ist ein Spion. Mit den O'Haras zu verhandeln war so angenehm, wie ein Stachelschwein zu streicheln. Ich hoffte, dass ich bei den O'Timmons mehr Glück haben würde. Ich hoffe, wir haben bei den O'Timmons mehr Glück, Jolly. Nein! Runter von unserem Grundstück, Fremder! Ja, wir haben Sie gewarnt! Ich bin kein O'Hara, ich will nur mit Ihnen verhandeln! Also hier kommt man trotz Verhandelns wenigstens zum Trinken. Vielleicht ist es klüger zu warten, bis sie ihr Pulver verschossen haben. Pfui, die Munition ist alle. Na also, man muss nur warten können im Leben. Ihr Hunde sind klug und reinlich und mit Baden nicht kleinlich. Soll ich vielleicht sein Badewasser schlürfen? Was wollen Sie hier, Fremder? Ich bin der alte O'Timmon, der Chef dieses Clans. Und ich bin Lucky Luke. Ich wollte eigentlich nur vorschlagen, als guten Nachbarn den O'Haras ein bisschen Wasser abzugeben. Ich wusste es. Er ist ein Spion der elenden O'Haras. Man konnte wohl sagen, dass den O'Timmons mein kleiner Vorschlag nicht sonderlich gefallen hatte. Wer knallt mir denn da in die Badewanne? Na, Luke, Glück gehabt? Ja, ich lebe noch. Ja, so sind wir, lebendig und durstig. Es gibt wohl nie einen Waffenstillstand zwischen den beiden Clans. Ich mach mir schon Sorgen, ob sie nicht etwas Dummes mit der neuen Brücke von Painful Gulch anstellen werden. Vom Bürgermeister erfuhr ich, dass die beiden Familien jeden Fortschritt hassten, aus Angst, er könnte den einen mehr nützen als den anderen. Diese mistigen O'Timmons werden diese Brücke niemals benutzen können. Doch. Keiner von euch wird die Brücke zerstören. Verräterischer Kuhtreiber, ich wusste gleich, dass ihr für die O'Timmons arbeitet. Damit wäre die Brücke wohl gerettet, Jolly. Doch dann kam mir gerade noch rechtzeitig der rettende Gedanke, dass vielleicht auch die O'Timmons ihr Unwesen hier treiben könnten. Kein einziger O'Hara wird jemals diese Brücke betreten. Hier sind 2 Gedanken aufeinander getroffen. Ein rettender von mir und ein zündender von den O'Timmons. Yippie! Die Getränkefrage ist endlich geklärt. Du hast zugelassen, dass ein O'Timmons als erster die Brücke sprengt. Es ist eine Schande. Es war nicht meine Schuld, Papi. Dieser Lucky Luke ist mir dazwischen gekommen. Nichts als Ausreden. Die O'Timmons haben wieder einen Punkt gemacht. Also los, geh in die Stadt und spreng was in die Luft. Aber was Großes. Meine schlichte Rolle war viel schwerer, als ich sie mir vorgestellt hatte. Aber für einen guten Einfall musste ich erst mal richtig ausschlafen. Das Hotel ist ja wohl das größte Haus in der Stadt. Vielleicht hatten wir zu laut geschnarcht und das haben die Mauern nicht ausgehalten. Ich suchte mir auf jeden Fall eine andere Unterkunft. Warum hatte mir das bloß nicht vorher gesagt? Dann hätte ich natürlich eine Doppelbox verlangt. Pfui, die O'Haras haben das Hotel in die Luft gejagt. Wir sehen langsam schlecht aus, die überrunden uns. Keine Sorge, Daddy, ich wetze die Scharte wieder aus. Du wirst sehen, wir bleiben vorne. Das wird unseren angekratzten Ruf wiederherstellen.
Nanu, ich denke, Lucky Luke hat die Kerzen gelöscht. Unruhige Nacht, was? Ja. Bei mir auch. Aber heute Nacht werde ich gut schlafen. Ich verlasse diese Stadt. Und zwar für immer. Was? Und wer macht hier den Bürgermeister? Ich habe Sie vorgeschlagen, Luke. Viel Glück. Yippie! Lucky Luke wird Bürgermeister! Na ja, gut. Also, wenn Sie darauf bestehen, aber nur als Übergangslösung. Telegramm! Telegramm für den provisorischen Bürgermeister Lucky Luke. Nachrichten verbreiten sich offenbar schnell in kleinen Städten. Bitte quittieren, Mr. Luke. Vielen Dank. Wenn Sie heil und ganz in einem Stück bleiben wollen, stopp. Dann verlassen Sie Painful Gulch noch heute, stopp. Unterschrift O. Timmons, stopp. Für empfindsame Ohren klingt das fast so, als wäre Lucky Luke bei den Leuten nicht willkommen. Da ist noch ein zweites Telegramm für Sie angekommen. Luke, wir raten, hauen Sie ab, stopp, sonst bringen wir Sie schwer auf Trab, stopp. Schwer auf Trab? Stopp, Unterschrift der O'Hara-Clan, stopp. Die Reime dieser Gelegenheitsdichter sind tödlich. Wollen Sie vielleicht ein Antworttelegramm schicken? Ja. Ich überlegte mir, dass ich beiden Clans einen Grund geben müsste, irgendwie zusammenzukommen. Deshalb lud ich als Bürgermeister zu einem Volksfest ein, dem Painful Gulch-Tag. Komm ja nicht näher, du Jammerlappen. Okay, dann lese ich vor. Also, eine Einladung vom Bürgermeister an alle, den Painful Gulch-Tag zu feiern. Und das ist unsere Antwort, du uniformierter Pinsel. Die O'Haras sind auch alle eingeladen. Was? Tja, also dann müssen wir auch hin, Daddy. Kein Schritt weiter, du Unglücksbote. Ich weiß, ich weiß. Dies ist Bürgermeister Lukes Einladung, den Painful Gulch-Tag festlich zu begehen. Das ist die Antwort, du kannst ihm weitergeben. Ha! Die O'Timmons sind auch eingeladen und sie haben zugesagt. Was? Also wenn die Bande hingeht, Papi, dann dürfen wir ja wohl auch nicht fehlen. Was denn? Sie haben die O'Timmons und die O'Haras in die Stadt eingeladen? Ja. Dieses Fest bedeutet das Ende von Painful Gulch. Die reißen doch alles in Stücke. Nein. Das bedeutet wohl, dass sie einen Plan haben. Ja. Ganz einfach. Wir werden Wettbewerbe veranstalten und die beiden Clans gewinnen gemeinsam. Und wie wissen Sie, dass sie überhaupt gewinnen? Weil wir etwas nachhelfen. Tolle Idee, Bürgermeister. Und aus gleich starken Siegern könnten Freunde werden. Ja. Mit aller Tatkraft bereitete sich die Stadt auf den großen Tag vor. Das Hotel wurde wieder aufgebaut, der Stall und sogar die Brücke wurde wieder wie neu. Die ganze Stadt erstrahlte im schönsten Glanz. Eine aufreizende Farbe. Schlichtes Schwarz wäre mir persönlich lieber gewesen. Der gelbe Streifen kleidet ihn. Jetzt sieht er aus wie eine Hyäne. Was für ein kunterbunter Hund. Endlich war der große Tag gekommen. Und die beiden Clans waren natürlich auch gekommen, bis an die Zähne bewaffnet. Freut mich, dass ihr alle kommen konnten. Der erste Wettbewerb fängt gerade an. Als erstes werden wir den besten Bullen prämieren. Ich liebe Festzüge, besonders wenn ich auch noch prämiert werden soll. Da fällt die Entscheidung schwer. Was soll da schwer sein? Die Preisrichter brauchen wohl eine Brille. Ja, da haben wir keine Chance. Die Jury hat beschlossen, dass der erste Preis geteilt wird zwischen O'Timmons Nummer 3 und O'Hara Nummer 4. Das sind wir? Ja! Das ist gerecht! Wir haben gewonnen! Ja! Eine kluge Entscheidung! Wir haben gewonnen! Aber Papi, unsere Bullen sind viel besser als ihre. Schleise, Annie, du kriegst auch einen Lutscher. Und nun prämieren wir den besten Kuchen von Painful Gulch. Oh, die sehen ja köstlich aus. Wunderbar, Ma'am. Es ist Blaubeerkuchen. Es schmeckt wirklich fabelhaft, Kleine. Es ist Pfirsichkuchen. Igitt! Igitt!
Es ist saurer Holzapfel. Meiner auch. Ihrer auch? Sie haben mein Rezept gestohlen, Sie üble Person. Nur, sagte meine Damen, Sie sind beide Gewinner. Ja, einen besseren Kuchen habe ich nie gegessen. Die Leute, ja! Wir haben gewonnen! Ja, eine gute Wahl. Hedda hat gewonnen. Ja, eine gute Wahl. Cousine Hedda hat gewonnen. Aber Ma, unser Kuchen ist dreimal besser als der da. Sei still, Leni. Du kriegst doch gleich einen Lutscher. Und jetzt kommt der Wettbewerb der Scharfschützen. Jeder hat nur einen Schuss. Zuerst die Damen. Das war ein guter Treffer. Wenn beide Parteien gewinnen sollen, brauchen wir Unterstützung. Henry O'Hara schießt als Nächste. So war es genau ins Schwarze. Es sieht ein bisschen nach Schummeln aus, aber es dient einer guten Sache. Und nun unser letzter Teilnehmer, Tom O'Timmins. Es ist kaum zu fassen. Wieder voll ins Schwarze. Damit läuft die Sache unentschieden. Beide haben getroffen. Die Sieger sind Henry O'Hara und Tom O'Timmins. Ja, du hast es geschafft. Gut geschossen, Söhnchen. Ja, du hast es geschafft. Gut geschossen, Söhnchen. Da stimmt doch irgendwas nicht, Mami. Ich habe 4 Schüsse gehört und nicht 2. Sei still, Emmy. Ich kauf dir einen Lutscher. Tut mir leid, Kleines. Die tut ihm leid? Mir hat doch diese sonderbare Scharfschützengilde mal wieder in den Trog geknallt. Was für ein seltsamer Tag. Die Sonne scheint und es schüttet vom Himmel. Als provisorischer Bürgermeister habe ich die Ehre, den Siegern zu den großen Leistungen bei den Wettkämpfen herzlich zu gratulieren. Ja, wir haben Sie. Was für freundliche Leute. Der Plan hat perfekt funktioniert. Der Streit ist beigelegt. Ja. Einen verdammten Moment noch mal. Wir haben 3 Preisbänder und diese heimtückischen O'Timmins haben auch 3. Die Schlange O'Hara hat recht, aber wir sind besser als sie. Wir O'Timmins müssen mehr Preisbänder haben. Das ist genau das, was ich auch denke. Wir O'Haras müssen mehr haben. Aber Papi, es war unentschieden. Aber gleich nicht mehr. Oh, Dieb, nimm das. Und ich nehme das. Na, dann auch noch. Das ist komisch. Erst schütteln sie sich die Hände und dann schütteln sie sich ganz. Ich glaube, ihr Plan hat doch nicht funktioniert. Es ist viel schlimmer als vorher. Ja, und dabei dachte ich, es sei ein guter Plan. Sie ruinieren mir das ganze Hotel. Ja, da werde ich wohl eingreifen müssen. Halten Sie sich daraus, Bürgermeister. Nehmen Sie Ihren Köter mit. Als Bürgermeister hätte man doch ganz andere Beförderungschancen. Ich bin froh, dass ich keiner bin. Ein Reiter, der durch die Luft fliegt und ein fliegendes Pferd. Das ist ein Unterschied. Ich würde sagen, jetzt ist es genug. O'Haras und O'Timmins, haut ab! Ihr werdet noch von uns hören, ihr miesen O'Timmins. Und was du zu hören kriegst, kannst du dir hinter deine riesen Ohren schreiben. Mein schönes Hotel. Erst jagen Sie es in die Luft und dann nehmen Sie es auseinander. Und was nun, Herr Bürgermeister? Kommen Sie bloß nicht mit einem neuen Plan. Doch. Aber den behalten Sie bitte für sich. In kürzester Zeit setzte ich meinen Plan in die Tat um. Sieh mal, wer da kommt. Das ist ein O'Hara. Ja, den schnappen wir uns. Hände hoch, O'Hara. Da habt ihr einen großen Fehler gemacht, Jungs. Es ist der Bürgermeister. Ja, und ich verhafte Sie wegen eines Angriffs auf einen Beamten der Stadt. Was habe ich dir gesagt, Harry? Da ist er. Ja, es ist ein schlafender O'Timmins. Diese Nase ist unverkennbar. Komm! Hände hoch und keine Bewegung. Oh, es ist ja dieser neugierige Bürgermeister. Ja, und ihr beide seid verhaftet. Wer möchte glauben, dass erwachsene Menschen auf eine derart läppische Verkleidung reinfallen? Das Gesicht dieses Mannes kommt mir irgendwie bekannt vor. Wo habe ich diese Nase bloß schon mal gesehen? Das ist merkwürdig. Da ist auf einmal mein Freund Lucky Luke. Aber wo ist jetzt der andere hingegangen? Sie können uns doch nicht in diese Zelle stecken. Sie ist voller O'Timmins. Ja. Yeah. Das sind die O'Haras. Da nichts wie drauf.
Ich gebe Ihnen ein paar Minuten, damit Sie sich aneinander gewöhnen. Falls ihr Typen mit eurer Schlägerei zu Ende seid, hätte ich mal eine Frage. Warum schlagt ihr euch? Weil er ein O'Hara ist. Und er ist ein O'Timmins. Das ist mir bekannt. Aber womit hat denn eure Feindschaft mal begonnen? Daddy sagt, der Urgroßvater der O'Timmins hat euch O'Haras eine Bratpfanne geliehen und ihr habt sie nie zurückgegeben. Das ist ja gar nichts. Mein Papi sagt, euer Urgroßvater hat sich einen Eimer von uns geliehen und den habt ihr einfach behalten. Na, dann wäre doch alles geklärt. Warum gebt ihr die Dinger nicht zurück und hört endlich auf, euch zu streiten? Niemals. Es sei denn, er gibt uns zuerst die Bratpfanne zurück. Niemals. Zuerst sollen sie uns den geklauten Eimer zurückgeben. Das könnte ich vielleicht in die Wege leiten. Ich warne Sie, Bürgermeister, kommen Sie lieber von dem Zaun runter, bevor meine Jungs zurück sind. Da werden Sie aber nicht lange sitzen bleiben, wenn meine Kinder nach Hause kommen. Lassen Sie deswegen Ihr Essen nicht anbrennen, Papi. Ich habe Ihre Jungs ins Gefängnis gesteckt. Ihre auch, O'Timmins. Was? Das werden Sie mir büßen. Wir auch. Neugieriger Kuhtreiber! Grünstapel, Elender! Damit mein Plan Erfolg hatte, durften erstens die Alten nicht besser schießen als vorher und zweitens mussten sie ihre ganze Munition verballern. So ein Mist! Keine Munition mehr! Verdammt! Nichts mehr drin! Blöder Schießprügel! Aber irgendwie werde ich dich kriegen. Und ich kriege dich zuerst. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Es ist nichts mehr übrig außer unserem alten Familienerbstück. Das Letzte, was mir noch bleibt, ist das alte Familienerbstück. Du alter Lump! Coyote! Yippie, ich habe ihn. Was heißt hier du? Ich hab ihn auch. Ich hatte ihn zuerst, O'Hara. Und ich habe ihn vom Zaun runtergestoßen, O'Timmins. Beruhigt euch, eure Fehde ist vorbei. Was heißt vorbei? Wieso das denn? Hier sind die Sachen zurück, die sich eure Urgroßväter geborgt haben. Es gibt keinen Grund mehr zu streiten. Da ist was dran. Der Mann hat recht. Verflixt und zugenäht, das weiß ich selbst. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Dann werde ich euch sagen, was ihr jetzt tut. Gebt euch die Hand. Für ein Happy Händchen sind wir Hunde immer zu haben. Herr Bürgermeister, Sie haben es geschafft. Wie können wir uns bei Ihnen revanchieren? Tun Sie mir einfach zwei Gefallen. Nennen Sie mich nicht mehr Bürgermeister und schicken Sie Rantanplan wieder nach Hause. Wird gemacht, Luke. Hör zu, Leute. Painful Gulch braucht einen neuen Bürgermeister. Ich schlage vor, das macht Papi O'Hara. Und ich denke bei diesem Posten an meinen guten Freund, den alten O'Timmins. Und nun raten Sie mal, wer dafür nominiert wurde, diesen Cowboy nach Hause zu schleppen. Einsamer Cowboy ist so weit, weit von zu Haus. Überall hast du Freunde. Ist nicht Dank und nicht Applaus. Und dein Weg zu neuen Taten ist noch vielen Meilen lang. Reite weiter, immer weiter in den Sonnenuntergang. Armer Cowboy, bist so weit. Zu Haus, so weit, so weit.